Und damit willkommen wieder zu einer neuen Runde Dungeons of Infinity. Wir starten wieder rein in eine neue Runde mit Version 1.1.6. Ja, es gab schon wieder ein Update. Und außerdem starten wir heute wieder die nächste Challenge. Stärkere Gegner, oder die halten mehr aus, ne? Das ist schon eklig. Das ist schon richtig eklig. Aber das kriegen wir hin. Wir starten einfach mal rein. Charakter nehmen wir heute. Was ist denn das? Eine Eule? Oder ein Habicht? Den nehmen wir heute und starten rein in die neue Version. Ich bin gespannt. Es gab nur kleine Änderungen. Also es wurden sehr viele Bugs wohl gefixt. Und was aber geändert wurde, die Stacheln, die haben jetzt eine Animation. Und ich glaube noch irgendwas Kleines wurde geändert. Bin mir aber gerade nicht sicher, was. Es fängt schon mal mit Geld und Bomben an. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Ich habe auch ein bisschen was geändert. Ich habe mal... Wartet, ich mach's mal kurz drauf. Oben in der Karte habe ich jetzt das Logo mal so eingefügt. Ne? Da können wir dann auch immer schön gucken. Das ist auch die aktuelle Version von den aktuellen Gems. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Und wir gucken mal, was passiert. So, eins, zwei, drei. Die haben vorher zwei Schläge ausgehalten. Die halten jetzt drei aus. Heißt das, die sind jetzt 50% stärker, würde ich sagen, oder? Und das ist sehr, sehr gut. Zu Beginn gleich mal ordentlich Heilung. Sehr, sehr schön. Boah. Oder doppelt so stark vielleicht sogar? Die haben jetzt vier Schläge ausgehalten. Die haben vorher drei ausgehalten. Nee, die haben vorher drei ausgehalten. Ich denke mal so 50% stärker. Oh, cool. Ein 15% Coupon. Nice. Und nochmal zwei. Alter, wir kriegen richtig Heilung hinterher geschmissen. Nice. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, das macht es natürlich jetzt anstrengender, ne? So. Nee, 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 nee. Ja, ich wurde auch aufgefordert, ich soll mal öfter versuchen, durch Wände zu gehen. Hochwärts und seitwärts, hier so. Weil es ja so unsichtbare Dinger gibt. Habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, das zu tun. Ich werde aber versuchen, mich öfter mal dran zu erinnern. Ab und zu mache ich es ja mal. Aber ich denke auch nicht immer dran. Liegt auch einfach, oh Gott, daran, dass ich nebenbei am Kommentieren bin, Leute. Das ist immer ein bisschen Ablenkung für den Geist. Aber ich versuche mal so ein bisschen damit zu machen, ne? Boah, was? Ah ja, okay, genau, das wurde auch geupdatet. Habe ich vergessen. Die Truhen, wo ein Schlüssel drin ist, die sehen anders aus. Die sehen nämlich jetzt hier so golden aus. Also da müsste jetzt ein Schlüssel drin sein, genau. Das wurde geupdatet. Das ist dafür, dass man nicht aus Versehen einen Fluch bekommt. Wenn man, ja, wenn man halt einfach nur weiterkommen möchte. Wir haben übrigens einen relativ guten Run bis jetzt. Gefällt mir. So unten waren wir noch nicht. Da. Hi Kumpel. Zack, zack, zack. So, was sagt denn das Inventory? Guck mal, wir haben 15% und... ein bisschen was zu trinken. Gefällt mir bis jetzt. Und hier geht's auch noch weiter. Ah, stimmt. Ja, das gibt es scheinbar immer. Diese Stones. Aber gefällt mir auch. Gut, ich bin zufrieden mit dem ersten Stockwerk. Wir haben über 100 Rubine. Wir haben zwei von den Dingern. Wir haben relativ viel Nahrung. Nahrung. Heilung. Oh Gott. Machen die auch mehr Schaden? Ich wurde echt oft getroffen einfach, ne, glaube ich. So, das konsumiere ich mal. Und da geht's dann weiter in die nächste Etage. Zack. Okay, es wird, glaube ich, übel. Vor allem, glaube ich, ich werde oft auch die Situation falsch einschätzen. Da ich sehr daran gewöhnt bin, dass die Gegner halt nur so und so viele Schläge aushalten. Das wird jetzt anspruchsvoller werden, denke ich. Okay. Mana. Hey, Kumpel. So, die haben vorher auch nur zwei. Die halten mich jetzt auch drei Schläge aus. Hallo. Alter. Machen die auch mehr Schaden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will keinen Bogen, Leute. Ich hasse Bogen. Mann. Nehme ich nicht. Aber das nehme ich. Eine schöne Torte. Chocolate Cake. Sechs Herzen. Ich glaube, dafür nehme ich das mal. Vielleicht hätte ich noch einfach liegen lassen sollen. Das halten jetzt auch zwei Schläge aus. Kacke.
Ist das was? Ich glaube nicht. Ich probiere es trotzdem mal. Ja, dachte ich mir schon. Boah, Kacke, das ist, Alter. Die Mäuse, die jetzt einfach so super stark sind. Und ein Herzchen. Und gibt's hier noch Mäuse? Nee. So einen Kingstone habe ich natürlich nicht. Bäm, bäm. Aber Hauptsache wieder Ratten. Und weiter geht's. Ah. Die Tasche. Größeres Item-Bag? Ist schon nicht schlecht, ne? Soll ich das mitnehmen? Das kostet immer noch zu viel. Okay, wir warten mal noch. Aber ich glaube, würde ich mitnehmen. Auch wenn ich aktuell eigentlich mehr auf eine Waffe oder Rüstung spekuliere. Weil ja auch gerade die Enemies... Oh Gott. Super stark sind. Oh Gott, nein. Um das besser auszugleichen. Oh Gott. Ja, sehr schlecht. Jetzt krieg ich auch wieder kein Geld, ne? Ah, okay. Mana. Ich fass es nicht. Okay. Nehmen wir mit. Lass da bitte mal Geld drin sein. So, okay, ich nehme mir die Tasche mit, Leute. Mach ich. Mach ich, mach ich, mach ich. Ich brauche, glaube ich, den Platz. So. Und das... Ne, das kann ich mir nicht mehr leisten. Schade. So, guck mal. Das sieht schon viel besser aus hier. Wir haben halt aktuell sehr viele Heilungs-Items. Jetzt ist halt die Kohle wieder weg. Ja, es wird schwierig. Es wird schwierig. Ist halt nicht so ein Run, wie wir das letzte hatten, ne? Der letzte Run, der war wirklich göttlich. Also, so einen... Also, schaut euch unbedingt den letzten Run an, ey. Das war der beste Run, den ich je hatte. Unbedingt mal reingucken. Da könnt ihr einfach mal in die Playlist schauen. Da sind alle Runs aufgezeichnet. In der Videobeschreibung habe ich die verlinkt. Die Playlist. So, genau. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt gehen wir hier durch den Raum. Und kriegen direkt wieder... Wow, 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 wow. Hä, ist der gerade ausgewichen? Shit. Oh Gott. Ja, das war jetzt aber meine Schuld. Jetzt habe ich nicht reagiert. Okay. Neuer Run. Das ging schneller als erwartet. Jetzt war ich überfordert in der Situation. Ja, sorry, Leute. Kacke. Oh, okay, Pfeile. Oh. Zack. Und rein da. Okay, auf in eine neue Runde. Das war... Boah, das war ja sowas schlecht jetzt gerade. Boah, das nervt aber auch, dass sie so viel aushalten. Das ist ja super nervig. Super anstrengend. Also ich glaube fast... Bestimmt hält er Garnim auch noch mehr aus und die Bosse halten bestimmt auch noch mehr aus. Das wird so anstrengend werden, Leute. Ich glaube, das wird wirklich der schwerste Run, den wir bis jetzt hatten. Oh, sehr schön. Ein Türkis. Und ich wollte mal ins Loch springen. Wollte mal gucken, was da drin ist. Kacke. Ja, das geht jetzt auch schon wieder ganz schnell zu Ende hier. Jawohl. Ein paar Sherrys. Was ist das denn? Der Raum sieht irgendwie verdächtig aus. Okay, da haben wir schon mal den Schlüssel. Die Schlüsseltüre hat man hier auch. War es das schon? Ne, hier ist auch noch ein Raum.
setzt gefühlt ein ganz schön kleiner Dungeon. Oder? Kommt mir jetzt so super klein vor hier alles. Aber gut, es geht ja durch die Schlüsseltür noch weiter vielleicht. Mal gucken. Ey. Jo. Geil. Da hatte ich jetzt Glück. Okay, eine sprengbare Wand. Die nehmen wir mit. Logisch. Und da kriegen wir zwei Amulette. Ja. Also zwei Kingstones, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hier noch eine Schatzkiste. Jawohl, 80 Rubine. Oh, nochmal 20. Ja gut. Das gefällt mir schon besser. So. Wäre jetzt ganz geil, wenn wir wirklich demnächst Kingstones-mäßig was kriegen. Was zum Fusionieren. Ja, ich glaube wirklich, das wird der schwerste Run, Leute. Weil hier muss die Konzentration noch mehr größer und alles sein. Weil die Gegner halt einfach nochmal 50% mehr aushalten. Ich glaube, es sind wirklich 50%. Gut, ich hoffe, dass wir schnell einen Shop finden. Der würde mich jetzt freuen, glaube ich. Okay, der hat eine Schüssel. So, wir sind wieder zurück. Hier geht's nicht durch. Auch sehr früh hier jetzt der Schlüssel, ne? Okay, wir brauchen noch einen. Jawohl, 10 Rubine. Zack. Nochmal 10. Fabelhaft. Ein Schalter mit Truhe, jawohl. Boah, die Fledermäuse halten auch mehr aus. Okay, Ich würde die erstmal droppen lassen. Und würde sie mir vielleicht später noch holen. Je nachdem, was noch kommt. Bam, bam. Zack. Okay, hier unten. Mann, ich vermisse das Klopfen ganz sehr. Das Klopfen an die Wände, Leute. Okay. Da ist der Schlüssel. Da ist noch so ein Ding, das können wir stacken, das ist okay. Das gefällt mir. Ich glaube, die Kristalle, die ich jetzt habe... Okay, hier kann ich mich einmal heilen. Mach ich mal. Die Kristalle, die ich jetzt habe, sind auch nicht so viel wert. Warte mal, ich guck mal kurz. Stufe 3. Ja, da kriege ich bis jetzt irgendwie so ein Frostzeug. Und ansonsten größeren Köcher, eine Bombentasche und irgendein Amulett. Naja. Okay, gucken wir mal. Ja, die Kirschen lassen wir erstmal liegen. Aber bis jetzt noch kein Händler. White und Pride. Gibt es dafür irgendwie eine Mindestanforderung, dass ab einer bestimmten Etage so und so viele Händler da sein müssen? Ach stimmt, Pfeile können wir rausschmeißen. Warte mal. Logisch. Ich brauche keine Pfeile. Schwupp. Da nehme ich auf jeden Fall das Essbare mit. Heilung ist mir da wesentlich wichtiger, Leute. Okay, da ist auch nichts drin. Traurig, aber wahr. Ah, gut, der Schild. Ja. Der muss mit, auf jeden Fall. Machen wir den, oder? Naja, ich lasse es.
Ich lasse das lieber mal. Okay, wir kriegen ein bisschen weniger Schaden. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist, glaube ich, nix. So, jetzt wird es richtig eklig. Oh Gott. Oh Mann. Ja, jetzt wird's eklig, Leute. So, hier können wir was anzünden. Da unten geht's gar nicht weiter. Das wird... Oh Gott, das wird so furchtbar werden hier. Ich überrenne mich einfach. Hey du! Pantoffeltier! Okay, alles klar. Wir haben noch Kirschen dabei. Aber brauchen wir aktuell noch nicht. Okay. Schön. Wir gehen erstmal nach oben. Jawoll. Ah. Oh. Schwert, oder? Schwert, ja. Aber, falls ich hier nochmal Geld kriegen sollte, ganz wichtig, wir holen uns noch den Schild. Auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher, dass wir uns da den Schild noch holen. Na, einen roten habe ich natürlich wieder nicht. Trotzdem noch 4 Schläge, ey. Na, na, na. Wie teuer? 90, ne? 90 Rubine, glaube ich. Hat er gekostet. Na, 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 na. Hi, Kumpel. Ba, 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 ba. Okay, cool. Nice. Ba, 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 ba. Zack. Hi. Ah, Tote brauche ich nicht. Ah. Gibt's doch nicht. Warum kein Geld? 6 Herzen. Ja, 6 Herzen. Ich mache es mal so. Wo war denn die Schlüsseltüre? Haben wir die schon irgendwo gesehen? Bin ich blind? Hey, war die in dem ersten Raum vielleicht schon? Und habe ich sie einfach nicht entdecken können? Bestimmt, ne? Oh, hier geht's noch nach links. Ah, alles klar. Oh Gott. Alter, die hauen aber auch Schaden rein. Ist unglaublich. Ein Error. Und hier ist nichts weiter, ne? War einfach nur eine Falle. Kacke. Na gut, da kann ich mir aber schon mal den Kuchen wiederholen. Wo war denn der? Rechts von mir, oder? Ich glaube, der war rechts von mir. Ja, ich glaube, der war hier unten. Nehmen wir den mal mit. Ah, hier ist die Schlüsseltür. Ah ja, sorry. Hab ich nicht gesehen. Geld? Ja. Ja, dann gleich nochmal eine Runde latschen, Leute. Sorry, aber der Schild muss mit. Der muss mit. Auf jeden Fall. Bei dem Run auf jeden Fall. Ba, 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 ba. Da lasse ich nichts liegen. Gerade Schild. Ich finde, Schild ist die beste Sache, glaube ich. Weil der blockt halt auch immer gegnerische Angriffe, ne? Da sind wir jetzt schon ganz gut aufgestellt mit dem Schild. Das freut mich. So, ich muss jetzt eine Runde latschen, oder? Weil hier komme ich nicht durch, ja. Das war dumm von mir. Okay, aber... Läuft schon mal besser als im letzten Run. Wir haben zumindest schon mal mehr Angriff und mehr Verteidigung. Und wir waren auch tot. Als wir das letzte Mal hier waren. Also wir haben es ja das letzte Mal gar nicht hierher geschafft. Muss man ja dazu sagen. Fairerweise. So, auch die Ratten. Mittlerweile ein Schlag. Oh, mein Bein juckt gerade. Ah. Ah, 10 Pfeile. Den brauchen wir nicht. Und da ist nochmal ein Pfeil. Ah, ah, ah. Okay, 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 okay. Na, 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 na. Hi.
Ah, Kumpel. Ja, nehme ich mal eins mit. Das können wir hier noch hinschmeißen gleich. So, hier haben wir noch das da. Kriegen wir noch eine Schatzkiste mit. Eine Cola-Dose, die ich nicht mitnehmen kann. Die würde ich gleich mal konsumieren. Und hier das Eisding nehmen wir auch noch mit. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Läuft doch. Das können. Nee, ist nicht mittig genug. Ist mir nicht mittig genug. Nehme ich nicht. So, warte mal. Wir gehen gleich nochmal zurück, aber ich trage mal kurz das Eisding mit. So. Ich kann auch einfach den machen, ne? Ich leg das mal kurz hier hin. Jo. Ja, nur Herzchen. Hätte ich liegen gelassen einfach. Wäre besser gewesen. Aber man weiß es ja vorher nicht. Hätte ja auch Geld sein können. Ganz viel Knete hätte es sein können. Das ist gut. Zack. Weg damit. So, wir haben da noch ein Briefchen. Mache ich, glaube ich. Ich glaube, ich drop den. Brief nehmen wir auf jeden Fall mit. So, hier haben wir einen Durchgang, da haben wir einen Durchgang. Was ist der richtige? Kacke. Die machen trotzdem gut Schaden. Ich glaube, die machen mehr Schaden. Kommt mir zumindest so vor, Leute. So ein Ring wäre jetzt auch ganz geil. Herzchen. Also nach rechts geht's weiter, aber hier war ja auch noch ein Weg. Es geht auch noch links weiter. Gott, sind das viele Wege. Schon wieder. Oh, Kacke. Oh, es ist alles gut. Und Tingel. Hi, Tingel. Was geht? Boah, ich wüsste nicht mal, wie ich mich entscheiden soll. Oh, Mann. Leute, gönnt mir mal ein bisschen Kohle. Komm schon. Ah, nix. Gar nix. Menü. Ja, 75 brauche ich mindestens, damit ich mir da was kaufen kann. Merkt's euch. Am liebsten würde ich da nämlich nochmal hingehen. Aber ob es sich lohnt, das ist halt die andere Frage. Bis jetzt nicht so. Ja, vielleicht. Ne. Schade. Zack, 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 zack. Alter, sind das viele Räume. Ah, 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 ah. Wahnsinn, ey. Okay, der macht die Tür auf. Haben wir hier unten... Das sieht doch ganz gut aus, oder? Ja, scheiße. Das war fake. Aha. Das bringt mir... Was hat das gebracht? Das ist nur so ein Eiszauber. Das bringt mir nichts. Ist nur so ein Eiszauber und hier ist der Boss. Ach Mann, da muss ich jetzt so viel Geld liegen lassen. Das ist echt traurig. So viel Stuff liegen lassen. Das wären echt nochmal schöne Items gewesen, Leute. Schade. Aber naja, was soll man machen? Okay. Dem, 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 dem. Okay, cool. Bam, bam, bam. Dum, dum. Dum, dum, dum. Ah. Okay, ein Herz Schaden machen die aktuell. Ah. Ja,
Bam, 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 bam. Oh, die sind aber auch übel. Ja, ich glaube, die machen mehr Schaden. Ich denke schon. Boah, das wird echt ein Teufelsrun, Leute. Ich glaube echt, da brauche ich mehr Glück. Meine Güte. Okay. Boah, Alter. Wahnsinn. Leute, das wird übel. Das wird zu übel, der Run. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich glaube wirklich, da brauchen wir so einen Run wie beim letzten Mal. Das war wirklich so haufenweise Knete direkt am Anfang bekommen und gleich mit Level 3 oder so hier sind. Das ist jetzt aktuell schon echt übel. Also wir haben jetzt schon echt überdurchschnittlich gutes Zeug für die, ja, für den Status, sage ich mal. So, das hier wurde jetzt animiert auch mit dem Update. Sieht jetzt alles ein bisschen schicker aus. Und vorher waren das, glaube ich, einfach nur Stacheln. So. Hier unten ist nichts weiter. So, und ihr wisst, was das heißt. Wir müssen auch wahrscheinlich gegen Arganem wesentlich mehr Bomben verwenden. Das heißt, Arganem wird auch nochmal eine ganze Ecke schwieriger. Das wird echt teuflisch, sag ich euch. Das sage ich euch. So, Zauberstab habe ich aktuell nicht. Mann. Ich hätte mir so viele schöne Sachen vorhin noch kaufen können. Oh Gott. Scheiße. Kackfluch. Höchster Preis. 40 Rubine, oh, das ist ja ganz okay. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Okay. War noch ein anderer Weg? Achso, ich habe einen Schlüssel bekommen, alles klar. Oh Gott. Alter, ja. Genau. Oh, die sind auch jetzt schon ganz schön übel. Die halten viel aus, sage ich euch. Na, 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 na. Boah, die sind auch, glaube ich, super nervig. Gerade die Roten werden jetzt super stressig sein. Oh Gott, schaut euch das an, ey, wie ich aufs Maul bekomme. Die machen 100 pro auch mehr Schaden, das merkt man sowas von. Merkt, oder? Ich warte mal noch kurz. Aber ich glaube, ich muss... Okay, hier ist nix. Schwein gehabt. Blaues Amulett, okay. Also, Kingstone, ne? Ihr wisst schon. Keine Gegner, wo sind die alle? Okay, Herzchen. Schön. Mann! Ich will das alles haben. Oh Gott. Also ich finde es halt krass, dass sie die Gegner stärker und mehr Leben gegeben haben. Also dass sie mehr Schaden machen und mehr Leben haben, das finde ich halt krass. Weil das ist eine böse Kombination. Eins von beiden hätte irgendwie auch gereicht. Dass die erstmal nur mehr Leben haben. Oder... Scheiße, jetzt muss ich den Trank nehmen. Oder stärker sind. Finde ich. Das ist jetzt eine super, super Kack-Kombination hier, ey. Wahnsinn. Bin gerade richtig genervt. Jawohl. Jetzt können wir uns vielleicht das Schwert kaufen, Leute.
Kacke. Boah, ist das scheiße. Der Raum ist aber sowas von Kacke. Und ich muss auch alle besiegen erst. Okay. Wahnsinn, ey. Okay, das Schwert sollte doch drinnen sein. Hä? Ist das ein Bug, Leute? Das war doch eben schon so teuer. Mein Fluch ist doch removed. Oh, was? Ha! Hä, war hier keine Tür? Doch da. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich brauche Herzchen. Und Geld. Und alles. Ach man, warum ihr denn? Nee, das war's. Ich glaube, das war's. Ja. Leute, das ist ja ein harter Run. Eieieiei, das ist ja... der härteste Run, den wir bis jetzt hatten. Okay. Ich würde sagen, das ist auch jetzt der letzte Versuch für diese Folge. Wenn wir das jetzt hier in dem Versuch auch wieder verkacken sollten, war es das auf jeden Fall, weil so ein Versuch geht ja auch mindestens 1,5 Stunden, deswegen, wenn wir jetzt nochmal verkacken sollten, wäre die Folge mir auch zu lang. Dann versuchen wir es beim nächsten Mal nochmal. Man muss hier auch mal verkacken, ne? Auch sowas gehört dazu. Aber es sieht schon mal besser aus. Was heißt besser? Es fängt nicht schlecht an, sag ich mal so. Und ein Lolli, da freut man sich. So, ich glaube, hier ist nichts, oder? Doch, geil. Opal, warte mal, Opal? Opal ist das mächtigste, Leute. Zusammen mit Blau. Oh, da kriegt man gleich so ein richtig heftiges Amulett. Ich glaube, das ist, dass Schätze angezeigt werden, markiert werden. Das ist schon geil. Weil da kann man sich richtig hochfeeden, Leute. So. Hey, was ist los? Wolltest du kämpfen? Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hätte gerne einen Feenbrunnen. Einen Sauerbrunnen. Ja, Pfeile brauche ich nicht. Mittlerweile wisst ihr ja meine Meinung zu Pfeilen. So, Wahnsinn. Zack, 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 zack. Ah, das Herzchen hätte ich liegen lassen können. Naja. Sehr gut. Zur Rubine. Und es geht nach unten. Noch ein Amulett. Kingstone. Schlüssel. Okay. Aber es ist schon wieder relativ krass, oder? Fürs erste Geschoss finde ich jetzt schon wieder ganz schön viel. Finde ich immer unnormal, dass es sich so unterscheiden kann. Aber ja, cool. Oh Gott. Hat halt auch seine Schattenseiten. Bombe. Kein Geld. Ich finde, das hier sieht auffällig aus, aber naja, ich lasse es lieber mal. So, weiter geht's. Und direkt nochmal eine Schatzkiste mit Mana. Ja, das konsumiere ich. Ja, ich bin zufrieden. Bin zufrieden mit dem Stockwerk. Oh ja. Schön. Schön. Ja, nehme ich so mit.
Blau haben wir doch, oder? Nee, rot. Schade. Ah. Hab nichts gesagt, alles gut. Fusion, ha. Und dann... Ring of Health. Ja. Und die bessere Lampe. Das gefällt mir ganz gut, Leute. Nicht schlecht. Hallo? Die verarscht sich. So, das Herzchen da oben lass ich mal liegen. Ah, gucke mal. Ich würde, glaube ich, noch warten und erstmal aufs Schwert gehen. Obwohl 120 Rubine für ein Schwert echt teuer sind, finde ich. Ah, stimmt, die halten ja drei Schläge jetzt aus. Ach, ich hab's wieder vergessen. Noch drei Rubine. Also, ja, ich bin gerade für Level 2 Schwert eher. Anstatt, Oh ja, Geld. Da ist doch bestimmt Geld dabei, oder? Natürlich ist da direkt ein Flug dabei. Okay, ja. Oh ja, oh ja. Und zwei Dosen. Okay, nice. Herzchen kriegen wir auch nochmal. Ja, nice. Nice. Kann ich mir sogar beides kaufen. Ich use jetzt den Lolli. Ja. Und dann nehme ich den Schild mit. Und hol mir das Schwert. Ja. Cool. Sehr schön. Kann man machen. Ba, 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 ba. Und es wäre ganz geil, wenn man jetzt irgendwo nochmal so ein Sora, ja, wie nennt man das? Eine Sora-Quelle findet? Würde ich gerne mitnehmen, aber vielleicht haben wir noch die Möglichkeit später. Ich hoffe es sehr. Hey! Ah, es fühlt sich so gut an, wenn man stärker ist. Auch wenn das jetzt halt einfach das normale Stockwerk ist von oben. Das erste Stockwerk, theoretisch. So, hier muss eine Schüssel geben. Jawohl. Wusste ich's doch. Hey, hau. Zack. Bam. Weg damit. Oh. Oh, jawohl. Oh, grüne Potion. Blaues Amulett. Kann ich alles mich mitnehmen? Grüne Potion hauen wir uns einfach mal direkt rein. Wir haben ja einen Ring. Das gefällt mir ganz gut. So, aktuell ein bisschen Platzprobleme. Wäre geil, wenn wir das irgendwie noch regeln könnten. Mit irgendwie einem Objektchen. Oh, was? So viel Zeug zum Leben machen. Wäre irgendwie geil, wenn wir jetzt noch einen Shop hätten mit... Ja, Alter, was? Das gibt's ja nicht. Jawohl. Das heißt, wir kriegen jetzt... zack, einen schönen Ring, der uns die Schätze anzeigt, ne? Oder wenn in einem Raum ein Schatz ist. Richtig? Ja, geil. Den finde ich richtig gut. Ja, das gefällt mir richtig gut. Frage. Nehmen wir jetzt das Amulett, das Ding hier mit, oder... Oder nehmen wir Heilung mit? Ich meine, wir haben theoretisch einen Ring. Dann würde ich auch einmal usen. Ja, komm. Wir machen das so. Ja. Okay, cool. Bis jetzt gefällt er mir, der Run. Bis jetzt wirklich gut. Und da gibt es schon wieder eine Schatzkiste. Ich hoffe mit Rubinen. Hm, 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 hm.
So. Jawoll. Geil. Schön. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Da kriegt man schon wieder ein bisschen Mana hinterhergeschmissen. Da ist der Schlüssel drinne. Ah, hier gibt's Secret. Ah, das ist so geil, ne? Jetzt kriegt man halt echt viele Schätze. Jetzt müssen wir halt nur noch rausfinden, wo der Secret, das Secret ist. Vielleicht ist es aber auch ganz einfach. Ich schätze mal da an der Wand hier. Oh, nice, 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 nice. Okay, gute Runde, gute Runde. Ich schätze hier. Okay, doch weiter hier, als ich dachte. Krass. Okay, was ist da drinne? Was ist da drinne? Ja, neue Rüstung. Oh, ist das gut. Nee, dafür lass mal das auf jeden Fall liegen. Das hätte ich halt so nicht gefunden. Ist halt einfach so. Das ist schon echt ein krasses Amulett. Das ist schon richtig krass. Oh ja. Wie süß das auch aussieht hier mit der Eule mit der blauen Rüstung. Gefällt mir. So, gehen wir erstmal nach links. Hier ist Großmütterchen. Ich muss ja nicht mehr drauf achten. Ich höre es ja jetzt, wenn hier ein Geheimnis ist. Okay, weiter nach rechts. Okay, den Run darf ich auf jeden Fall nicht verkacken. Nice. Sehr gut gemacht. Zack. Das läuft, Leute. Okay, aber... Wo muss ich lang? Ah, okay, ich bin hier jetzt. Verstehe. Fire Orb. Nehme ich mit in den nächsten Raum. Komme ich da so rein einfach? Ja. Oh Mann. So, da brauche ich wieder ein... Oh, jawoll! Achso, jetzt brauche ich wieder Platz. Ah, kacke. Oh, das tut weh. Ah, was machen wir jetzt? Es tut beides weh. Beides hier liegen zu lassen tut echt weh. Aber ich lasse den Ring liegen. Der ist zwar saugut, der Ring... Aber den muss ich liegen lassen. So, warte mal. Ich brauche irgendwo einen Schlüssel. Hier war ich noch nicht. Oh, das ist noch ein Secret. Sehr schön. Ich schätze mal hier. Das gibt zwei Schatzkisten. Kacke, mit einem Fluch. Wir müssen 9 Herzen collecten. Aktuell bekommen wir keine Rubine. Habt ihr das gemerkt? 9 Herzen ist aber auch echt viel. Lasst mal ein paar Herzen droppen, Leute. 9 Herzen, ey. Noch ein Secret Room. Die Sache ist halt, das ganze Geld kann jetzt einfach weggehen, wenn ich jetzt Secret Room finde. Weil ich muss 9 Herzen collecten. Ach so, kacke. Oh, warum habe ich es liegen? Oh, ich hätte es liegen lassen müssen. Ja, hier ist das Secret Room. Neun Herzen, ey. Was ist das denn für ein Scheiß? Ha.
Ach Mann! Einfach 100 Rubine sind schon weg. So, was mache ich denn jetzt? Droppe ich die Lampe? Droppe ich die Bomben? Ich weiß es nicht, ey. Ich brauche aber den Brief, der bringt Kohle. Unten von dem Typen hätte ich jetzt auch Geld bekommen können. Warte mal kurz. Ich will mal kurz was ausprobieren. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert. Der Ring, ne? Warte mal, wo war denn der Händler? Hey, das ist ja Link. Zählt nicht. Schade. Kacke. Ganz ehrlich, das ist richtig kacke. Das nervt mich gerade richtig. Boah, das ist ja so ein... Vor allem 9 Herzen. Sag mal, Leute. Was ist das denn? Kannst genauso 50 Gegner töten. Ist genauso nervig. 9 Herzen, ey. Okay, wir haben den Schlüssel. Wo war denn jetzt das Schlüsselloch? Das könnte mir jetzt halt echt das Spiel versauen, ne? Ja, ich hätte jetzt halt schon 100 Rubine mehr. Noch mehr eigentlich. Wo war denn jetzt die Schlüsseltür? Aber die muss eigentlich irgendwo hier unten ist. Na, und hier ist halt gar nichts. Das kann mir echt das Spiel so versauen, ne? Mann, das ist ja sowas von nervig. Ach, Leute. 9 Herzen. Oh Gott. Ne. Oh Kacke. Scheiße. Was? Mann, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Boah, das ist bis jetzt echt die härteste Challenge, Leute, muss ich echt sagen. Wollen wir das als Fail-Part mal so stehen lassen? Das war jetzt halt echt der Bomben-Run, der wär's gewesen, ne? Aber ich hatte keine Heilung. Ich glaube, das hat mich jetzt echt alles gekostet. Ah, nervig. Wollen wir nochmal? Wir sind jetzt schon bei 50 Minuten. Komm. Letzter Run. Aber wirklich der letzte. Also, war okay, fängt gut an. Aber sind wir ehrlich, das ist schon echt krass. Das
nervt mich. Es nervt mich, aber das war jetzt auch meine eigene Schuld. Und ich weiß auch nicht, was mich da gerade getroffen hat. Ah, das geht so gut an. Das wäre echt der Run gewesen, Leute. Ich schwör's euch, das wäre gewesen. Ich glaube, besser hätten wir es nicht haben können. Dieser Fluch, der hat mich echt angekotzt. Richtig angekotzt. Aber vielleicht ist mir heute auch einfach das Glück nicht hold. Das könnte auch sein. Ah, Kacke. Okay. Wir machen weiter. Hier muss ich durch. So. Warum eigentlich so viele Fluchten? Was soll das denn? Das ist halt nervig, weil wenn die Gegner dann Rubine troppen lassen, dann fliegt das alles runter. Das mag ich ja gar nicht. So, ich werde es mal riskieren und werde hier mal eine Bombe legen, auch wenn das eigentlich nicht danach aussieht, aber ja doch, tatsächlich ist was. Okay, ein Fuffi und... Diamond. Diamond ist... Ja doch, man kann sich zumindest einen relativ guten Ring holen. Möglicherweise. Am besten fände ich den mit Rubinen. Aber Heilung ist vielleicht auch nicht schlecht. Okay, noch eine Bombe. Oh, oh. Cool. Ja, für den ersten Run finde ich nicht schlecht. Also für die erste Etage 160 Rubine ist nicht schlecht. Ah, mich ärgert es, Leute. Mich ärgert es wirklich tierisch. So, dich lasse ich stehen, Talon. Tut mir leid. Okay, weiter geht's. Dum, da, 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 da. Zack. Wenn wir das geschafft hätten, das wäre echt Bombe gewesen. Und der Fluch, der hat halt auch richtig reingehauen. Das waren jetzt zwei Aspekte, die haben richtig wehgetan. Aber die Bosse sind halt wirklich auch stärker, ne? In allen Aspekten. Schaden und... Aber ich habe ihn auch echt schlecht gemacht, muss man dazu sagen. Das war richtig schlecht. Ja. Na komm, ich nehme es gleich mal mit. Ja, war richtig schlecht. Wahnsinn, wie schlecht ich diesen Boss gemacht habe. Also sonst habe ich eigentlich nie Probleme mit dem. Aber es kotzt halt wirklich auch schon an, wenn der mehr Damage frisst. Das tut echt weh, Leute. Ich sag's euch. Aber ich glaube fast, wir werden diese Challenge hier heute nicht bestehen. Ich denke, da wird man nochmal ein Part aufnehmen müssen. Also der... Ich glaube wirklich, da braucht man einen richtig guten Run für. Wie eigentlich der gerade. Der wäre wirklich Hammer gewesen. Oh, Kacke. Der wäre wirklich Hammer gewesen, der Run. Und jetzt fange ich hier schon wieder an rumzufailen. Okay, da haben wir einen Schlüssel. Ein Shop wäre mal ganz nett, Leute. Den würde ich mal nehmen. Jo. Nehmen wir beides mit, würde ich sagen. Nice. Okay. Bisschen Rüstung. Noch ein Schlüssel. Es fehlt halt wieder der Schaden, ne? Hm. Oh, sehr schön. Aber ich sag's, wie es ist. Ich glaube, in dem Run ist Angriff die beste Verteidigung. Ist, glaube ich, einfach so. Weil du kriegst ja trotzdem mega viel Schaden ab. Weiß nicht.
ob es nicht besser ist, da wirklich auf Angriff zu gehen und vielleicht ab und zu ein bisschen Rüstung. Aber mehr das Inventar zu sparen für Heil-Items. Weiß nicht, ob das besser wäre. In einem normalen Run kannst du es dir leisten, mal kein Heil-Item dabei zu haben. Aber so weiß ich nicht. Bisher eher schlechte Erfahrung, ne? Ohne Heilung. Scheiße. So, die halten jetzt halt mega viel aus. Hi, Kumpel! Oh, Kacke. Ich geh mal kurz nach rechts. Das war auch nicht wirklich gut. Hallo? Es geht! Zack! Jawohl! Ein Key! Hi, Kumpel! Alter, was? Schlecht? Du läufst richtig schlecht. Also allgemein, die Session heute läuft richtig schlecht. Wahnsinn. Was ich hier zusammenbastel. Also Leute, das macht richtig was mit dem Kopf, ne? Wenn die Gegner plötzlich mehr aushalten, als du das gewohnt bist, ist das richtig eklig. Das ist richtig ekelhaft. Du denkst so, ja, ist ja tot. Nö, ist er nicht. Ist er nicht. Dam, bam, 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 bam. Ah, okay, da ist er. Pfeile. Komm, gib her den Brief. Drop, zack, Pfeile mit und dann nach rechts. Okay. Wo war denn eigentlich die Schlüsseltür? Hier oben ist eine. Aber ich würde das mal links weitermachen. Ich wette, hier ist noch irgendwo ein Schlüssel. Habe ich das schon geklärt hier? Ich glaube schon. Okay, hier geht es immer in alle Himmelsrichtungen. Und nochmal, komm. Eine Map. Ja, okay, ist aber noch ordentlich was zu holen auf jeden Fall. Krass. Krass, krass. Oh Gott. Oh, Snake, ey. Was ist das denn schon wieder für ein Raum hier? Okay, da ist ein Toter. Noch ein Schlüssel. Und sonst haben wir hier nichts weiter. Ein bisschen Heilung haben wir noch auf Tasche. Aber es wird schon wieder knapp. Kacke, ey. Was mach ich denn? Ich mach nur Scheiße. Ja, sorry, Leute. Ich glaube, der Run ist heute mir einfach nicht geglückt. Ich glaube, ich habe heute wirklich einfach Pech. Oder, ja, keine Ahnung. Meine Kapazitäten werden heute nicht ausgelastet. Whatever. Okay, hier ging jetzt gar nichts mehr. Also wir müssen wirklich nach oben. Wir haben ja zwei Schlüssel. Das ist gut. Zack. Haben wir auch gebraucht. So. Kacke. Nee. Okay. Noch ein Schlüssel. Was? Hallo, ist hier jemand?
Ah. Der Nintendo-Mann. Haben wir schon mal einen Shop gehabt? Ja doch, einen hatten wir bis jetzt, glaube ich. Wäre schön, wenn da nochmal einer kommen würde jetzt. Vor dem Bossfight. Okay. Das ist kein Shop. Wollte ich nur mal andeuten. Kacke. Blaubeeren. Komm, die nehme ich auch gleich mal mit. Alter, und dann noch so einer. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Warte mal, da geht's noch unten, genau. Da gehe ich mal kurz hin. Ich habe halt keinen Platz mehr. Warte mal, Diamant und der da bringt was? Eine Milch. Ne. Also den brauche ich schon mal nicht. Den vielleicht. Mach ich mal so. Kein Shop schon wieder, gell? Bitte, bitte, bitte. Ich will noch irgendwo einen Shop haben, bitte. Ne. Hier gibt es jetzt wahrscheinlich den Schlüssel, den letzten. Ah ne, da ist auch noch eine Tür. Ich lasse mich schon wieder von diesen blöden Fledermäusen 10-mal treffen. Das gibt es doch gar nicht. Hier vielleicht mal Glück. Hab ich auch noch nie irgendwas gehabt. Ihr habt aber gesagt, es ist möglich, dass man da was bekommt. So. Rache. Ist Blutwurst, ne? Viel zu viel Kohle. Okay. Aber diesmal habe ich Heilung. Das heißt, ich könnte den Boss trotzdem schaffen. Boah, noch so eine Visitenkarte mit... Was? A Magic Refile Item. Also ein Mana Potion oder was? Oder geht da auch ein blauer Trank? Würde ich jetzt erstmal liegen lassen, ehrlich gesagt. Tönt mich jetzt gerade nicht so an. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Okay, haben wir dann jetzt nochmal irgendwo Glück und können? Ich glaube nicht, ne? Echt Pech. Okay, vielleicht kriege ich noch einen Shop heute. Ganz vielleicht. Wir haben auf jeden Fall noch mindestens zwei Räume vor uns. Komm schon, irgendwo. Da geht's zum Boss. Bitte, bitte einen Shop. Bitte, 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 bitte. Oh, danke. Oh, noch so geil. Oh ja. Oh ja. Oder? Ich weiß nicht, die bringen halt auch echt mega viel, die goldenen, ne? Komm. Wir versuchen es mal. Ich meine, wir sind ja besser ausgestattet als beim letzten. Ne, sind wir nicht. Sind wir gar nicht. Komm, ich setze jetzt mein ganzes Vertrauen in mich, dass ich das schaffe. Ich konzentriere mich jetzt mal richtig. Let's go. Komm. Schwupp ich jetzt weg, den Typen hier. Wirbelattacke. Attacke.
Da war der erste Treffer. Der zweite. Boah, nee, ey, was ist denn los? Ich stehe hier aber auch richtig scheiße in der Ecke, ne? Okay, jetzt haben wir zwei. Ich mach die jetzt nur von vorne, ganz ehrlich. Da ist es am sichersten. Ja. Alter, was mache ich schon wieder klar? Concentration. Ich habe nichts zum Heilen. Nee, 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 nee. Okay. Einer noch. Und dann Konzentration. Ich weiß nicht, warum ich beim letzten Mal verkackt habe. Eigentlich hätte das klappen müssen. Ja? Bam, bam. Ja, Leute, ich gebe es für heute auf, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, warum der mich jetzt jedes Mal trifft. Die haben irgendwas gemacht, glaube ich. Normalerweise konnte ich, glaube ich, immer unter dem durchrennen, oder? Irre ich mich? Okay, ich muss auf jeden Fall nochmal überdenken, wie ich den mache. Normalerweise hat das immer gut geklappt, wie ich den gemacht habe. Jetzt muss ich den, glaube ich, irgendwie anders machen. Ja, Leute, dann war halt heute mal wirklich eine Fail-Runde. Komplett einfach. Sind wir überhaupt mal über den dritten, über den Boss? Ja, einmal, ne? Einmal sind wir über den Boss hinausgekommen und dann sind wir halt gestorben. Auch. Scheiße, ey. Wahnsinn. Ja, wäre auch, glaube ich, ein ganz guter Run geworden. Der dritte Run wäre es halt eigentlich gewesen, glaube ich. Da hätten wir wirklich ordentlich abgesahnt, wenn da nicht der Fluch und der Tod beim Boss dazwischen gekommen wäre. Wahnsinn, wie wir da verkackt haben. Okay, Leute, ja. Es nützt ja nichts. Wir gehen zurück. Wir gehen wieder rein in Dungeon of Infinity in einer neuen Runde am nächsten Samstag. Wünscht mir da ein bisschen mehr Glück. Vielleicht schaffen wir es dann. Oder wir machen erstmal eine andere Challenge. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr möchtet. Oder wollen wir es nochmal versuchen im nächsten Part zu Dungeon of Infinities. Schreibt's gerne rein. Das war's von mir, euer Zelda-Junge. Tschüssi.